Singapur. Was eine geile Aussicht, oder? Wir machen uns jetzt gleich auf den Weg runter zu Marina Bay. Gucken uns Marina Bay Sands an. Ganz by the Bay. Gucken wir mal ein bisschen unten am Hafen rum. Wollten eigentlich eine Hafenrundfahrt machen. Mal gucken, ob wir das auch hinkriegen. Wetter ist heute richtig geil. Und dann haben wir schon eine ganze Menge erledigt, oder was wir, von dem, was wir sehen wollen. Und ja, mal gucken. So, wir machen uns mal auf der Suche zur U-Bahn. Ist irgendwo hier im Einkaufszentrum wohl ganz unten. Mal gucken. So, wir haben jetzt unsere Karte wiederholt und fahren jetzt runter zur Marina Bay. Du könntest 3 Tage irgendwie umsonst fahren für 20 Singapur-Dollar, ganz chillig. Mal gucken, wie wir hier reinkommen. Der Plan ist auf jeden Fall noch da reinzugehen mit an und gucken, ob wir da hoch irgendwie kommen. So, wir sind jetzt im Marina Bay Sands. Auf so einem Zwischengang, man kann von hier oben die Eingangshalle sehen und die Zimmer. Guck mal. Das ist quasi ein Lobbybereich und hier oben. Das sind überall die Zimmer. Auf der anderen Seite quasi das gleiche. Na, und dann in diesen weißen Abteilen immer die Zimmer. Thank you.
Eingangshalle von Marina Bay Sands. Wir fahren jetzt mal auf Observation Deck von Marina Bay Sands. Tickets. Und ab geht's. So, wir sind jetzt oben auf dem Observation Deck. Das ist echt krank hoch. Aber wir können jetzt hier wohl komplett einmal rumgehen. Also, genießen. Langsam werde ich, glaube ich, schwindelfrei. Da wenn du so hoch bist. Aber die Aussicht ist richtig geil. Einmal über die komplette alle Sehenswürdigkeiten quasi. Schon ganz geil. Hier auch mit den Schiffen oder so. Warte mal. Da, alles voller Schiffe. Richtig geil. Nette Autos stehen hier. Bisschen wie in Dubai. Eisbahn im Einkaufscenter. Zu krank. Braucht man ja auch. Ah, witzig, hier sehen wir schon. So, wir gehen jetzt über die Doppelhelixbrücke. Tagsüber ganz okay. Sieht nicht so schön aus, aber nachts ist alles komplett beleuchtet. Ja. Da oben sieht man auch nochmal das Marina Bay. Wir werden auf jeden Fall nochmal nachts oder heute Abend hierher kommen, weil dann ist alles beleuchtet. Auch ganz bei The Bay im Dunkeln ist komplett beleuchtet. Das sieht bestimmt mega geil aus. Jetzt okay, sieht es recht spacey aus, aber jetzt nicht so beeindruckend. Aber wir werden ja heute Abend sehen, was abgeht. Mittagessenszeit. Suchen wir uns jetzt mal was zu essen, was bei den ganzen Läden hier. Nicht das Problem sein wird, sondern eher, wie lange man warten muss. Aber mal gucken.
finde ich schon was Leckeres. Leute, kleine Roomtour. Wir gehen jetzt noch was essen und dann mal wieder runter zur Marina Bay und zum Gardens by the Bay und uns das bei Nacht angucken. Ich weiß nicht, ob man das bei den Autos hört, aber warte, ich bin mal leise. Da sind in den Bäumen da oben. Gefühlt 1 Milliarde Vögel, die hier rumpiepsen, aber in der Lautstärke, das ist richtig krass. Erster Tag in Singapur ist vorbei.
Stadt ist auf jeden Fall richtig geil, komplettes Kontrastprogramm zu Bangkok. Bangkok ist laut, hektisch, viele Leute, dreckig, riecht an ziemlich vielen Orten ziemlich übel. Und Singapur ist das komplette Gegenteil. Jetzt ist mega sauber. Ich habe, glaube ich, noch nie so eine saubere Stadt gesehen wie hier. Hier liegt nirgendwo Müll. Manchmal ein Fitzel. Noch nicht mal eine Zigarettenkippe, gar nichts. Hier liegt einfach nichts. Egal wo man ist, es ist überall mega sauber. Es sind gefühlt relativ wenig Leute hier. Und es ist ruhig. Einfach ein komplettes Kontrastprogramm. Das ist eigentlich ganz geil, wenn man von Bangkok kommt und dann sich hier das alles anguckt, dann hat man echt so ein komplettes Kontrastprogramm. Bei Nacht ist es nochmal was komplett anderes. Also im Dunkeln hier der Hafen sieht richtig geil aus. Und mit dem Marina Bay und wenn alles beleuchtet ist und die Lichtshow und es ist einfach richtig, richtig gut. Erinnert ein bisschen an New York fast. Nur dass hier ist eigentlich noch, ich will nicht sagen schöner, ist was anderes, aber hier hat man noch den Hafen mit dem Wasser dabei und dem geilen Ausblick, das ist schon was Besonderes, kann man nicht sagen. Und jetzt ist hier irgendwie 50-jähriges Singapur-Jubiläum. Das heißt, hier ist nochmal ein bisschen mehr Beleuchtung, nochmal ein bisschen mehr los. Und das ist schon geil. Wir wollten eigentlich noch zu Gardens by the Bay, aber das haben wir zeitlich nicht geschafft, weil die Lichter da gleich ausgehen und wir wollten uns heute lieber die Marina Bay Lichtshow angucken. Und wir werden dann Gardens by the Bay uns morgen angucken, im Dunkeln, das sieht bestimmt auch mega geil aus. Ja, jetzt mal gucken, jetzt fahren wir vielleicht noch hoch zu Orchard Road bei uns vor der Haustür, laufen da noch ein bisschen rum. Gestern Abend waren wir so tot, ich bin um 11 Uhr einfach eingepennt vom Laptop. Ich hatte den Laptop noch an und bin einfach mit dem Laptop im Bett eingepennt. So, ich war so tot, ich konnte echt meine Augen gar nicht mehr aufhalten. Und ja, heute sind wir eigentlich wieder richtig fit. Und werden mal gucken, was gleich noch so abgeht. Hier beginnt das Leben erst. Also die Leute kommen erst wirklich richtig raus, so wenn es 8, 9 Uhr ist, dann ist es nicht mehr so warm und dann wird es ja auch richtig voll. Und tagsüber sind hier wirklich richtig, richtig wenig Leute. Abends jetzt ist es schon ein bisschen voller. Tagsüber die Hitze wahrscheinlich einfach zu krass ist für die. Oder viele halt auch arbeiten sind. Ne? Also ja, okay. Singapur an sich bis jetzt kann man eigentlich nur empfehlen, mal vorbeizugucken. Ich weiß jetzt schon, dass man auf jeden Fall nicht mehr als drei Tage braucht, also dass die 3 Tage, die wir hier sind, völlig ausreichend sind. Aber an sich ist es auf jeden Fall mal eine geile Stadt, die man mal gesehen haben muss.